Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Ich bin heute hier mit einer wunderbaren Dame, der lieben Mirella. Hallo! Na, wie geht's dir, Mirella? Und ich dachte mir, da Mirella ein Mädchen ist, kann sie uns heute Tipps geben, was Mädchen an Jungs so richtig doof finden. Also spitzt eure Ohren, Michael schreibt fleißig mit, denn ich sag euch heute, was die absoluten No-Gos bei Jungs sind und auch, wie ihr es besser machen könnt. Tipp 1. Sei kein Mörder. Genau, wer kennt sie nicht, diese Tage, wo man am Morgen aufwacht und sich denkt, ich möchte einfach eine Bitch killen. Doch was viele Jungs nicht wissen, ist, dass manche Mädchen auf sowas gar nicht abkönnen. Okay, Mirella, du sagst, man soll Mädchen nicht umbringen, aber was ist zum Beispiel, wenn ich zu einem Girl hingehe und sage, hey, riecht dieses Tuch für dich auch nach Chloroform? Und dann schläft das Mädchen ein und dann kille ich es ganz sanft im Schlaf und dann kann ich vielleicht die Geschworenen davon überzeugen, dass ich unschuldig bin, ist es dann okay? Nein. Nein, auch da nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Mädchen mögen keine Mörder. Sagst du, aber was ist, wenn ein Mädchen zum Beispiel zu mir sagt, hey Michael, bring mir doch mal den rum und ich höre schlecht für mein Alter und ich verstehe dann, hey Michael, bring mich doch mal bitte um. Ist es dann okay? Das ist... Nein. Nein! Okay, es ist ebenfalls nicht okay, aber wir zeigen euch jetzt, wie man es besser machen kann. Hey, gnädige Frau, ich wollte Ihnen ein paar frisch geschnittene Gurken anbieten, aber weil es wichtig ist, einen gesunden Snack zu essen für so eine tolle Frau wie Sie. Tipp Nummer 2. Mädels mögen es nicht, an der Straße angepfiffen zu werden. Das heißt, wenn ich dich auf der Straße sehe und mir gefällt dein Big Booty, kann ich nicht sagen, hey Prinzessin, geiler Arsch! Selbst wenn es der Wahrheit entspricht. Ja, erstmal ein sehr nettes Kompliment, wenn er so einen schönen Arsch hat. Du könntest aber auch einfach zu ihr hingehen und ihr ins Ohr flüstern. Sexy Hinter. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe einen Käse und mir gefällt dieser Käse und ich denke mir, ja, dieser Käse schmeckt bestimmt richtig geil. Mit Mädchen ist es doch genauso. Wieso kann ich das nicht einfach sagen? Vergleichst du gerade Käse mit Mädchen? Ja. Perfekt. Und so könnte man's besser tun. Oh, Verzeihung, gnädige Frau, ich habe nur angefangen, die amerikanische Hymne zu pfeifen, weil ich denke, dass Sie das Zeug zur amerikanischen Präsidentin hätten. Oh, wie nett. Tipp Nummer 3. Für Mädels ist ein absolutes No-Go, dass der Mann im Durchschnitt 20% mehr bei der Arbeit verdient als die Frau. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich einfach 20% cooler bin als die meisten Frauen? Michael, bist du wirklich 20% cooler als die meisten Frauen? Mindestens. Mirella, finde ich okay. Nicht? Hey Schatz, ich wollte dir vorschlagen, ob du dir nicht vielleicht einen Penis anoperieren lassen möchtest, denn dann könntest auch du genauso viel Geld verdienen wie ich. Und wer weiß, vielleicht wäre es ja auch eine Bereicherung für unser Sexleben, wenn auch du so einen kleinen Penis hättest. Können wir mal drüber nachdenken, oder? Kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Michael schreibt mit. Tipp Nummer 4. Mädels mögen es gar nicht, sexuell belästigt zu werden. Nicht, aber ist es sexuelle Belästigung, wenn ich ein Mädchen frage, ob sie Sex mit mir haben möchte und sie sagt etwas, was sich so anhört wie ja, wie zum Beispiel oder Where's my cigar? Michael, du solltest definitiv deine Ohren checken lassen. Womöglich, aber was ist zum Beispiel, wenn das Mädchen ja sagt, aber nicht zu mir und ich höre es nur, weil ich vor ihrer Haustür chille und so ein bisschen zuhöre, was mein Schatz davon sich gibt? Ist es dann sexuelle Belästigung? Ja. 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 Du sagst ja zu mir, möchten wir Sex haben? Bitte! Where's my cigar? Das sagst also, es geht nicht. Okay, das wusste ich nicht. Und so könnt ihr diese Situation besser lösen. Oh, hey, schöne Frau, die Sie sicherlich auch sehr intelligent sind. Keine Sorge, ich wollte Sie nur zum Tanz auffordern. Let's go! 1, 2, 3, 4, here we go. Alright. Also wow, Mirella, ich habe heute so viel von dir gelernt, du hast mir echt Nicht nur du, auch die Leute da draußen, ich bin mir sicher, einige Männer wissen jetzt endlich, was sie tun. Nicht tun dürfen.
nicht tun dürfen. Ich weiß jetzt, was die Girls so richtig doof finden und das wird jetzt auf jeden Fall besser gemacht. Besser gemacht. Ich werde mich daran halten. Ja, dann danke, dass du mit dabei warst. Wir haben ja auch für deinen Kanal ein sehr, sehr lustiges Video gefilmt. Da geht es um Mädels und zwar, was du an Mädchen gut findest. Ja, genau. Ich liebe Mädchen. Heiß. Dann schaut auf jeden Fall mal bei Mirella vorbei. Sie ist für ein Mädchen sehr, sehr lustig. Das mögen Mädchen vor allem. Also bitte, tut es. So ein Kompliment. Es freut mich, dass du da warst. Du bist sehr nett. Vielen Dank. Ciao!